Hallöchen, willkommen zurück zu einer neuen Folge The Last of Us Part 2. Ja, letzten Part. Ein bisschen Drama. Lev ist abgehauen. Er ist wieder zurück zur Insel, wo die ganzen, also der Hauptbasis des Gas. Und ja, wir sind jetzt mit Yara und Abby auf dem Weg, um sein Boot zu organisieren, damit wir die Verfolgung aufnehmen können. Ich denke nicht, dass Yara mir, wenn ich irgendwelche Scharmützel habe, eine große Hilfe sein wird. Weil, ja, sie hat ja nur noch leider einen Arm zur Verfügung. Aber sie lebt immerhin. Und, ja, vielleicht ist das... Wow. Das wird auf nichts. Nee, das ist richtig, das wird nichts. Oh ja, er ist gleich oben geblieben. Die wusste schon, dass das nichts wird. Ah, der Fahrstuhl da oben, den konnte man noch nicht benutzen, oder? Oder musste man das jetzt erst triggern? Damit das funktioniert. Ja, hier ist ein Fahrstuhl, aber der wird doch hundertprozentig nicht funktionieren. Da ist eine Tür, wo ich nicht... Hast du eine Idee? Kann ich da rüber klettern? Nein. Hä? Was soll ich denn machen, Leute? Münze aufnehmen erstmal. Ja. Kennt es? Ja, du bist genauso still wie Lev. Das ist keine große Hilfe. Hier sind Fla... Oh. Kann da rein. Ist das das Geheimnis? Ist das das Geheimnis? Aber sie klettert da nicht rein. Sonst ist das Spiel mit den Hinweisen immer sehr, sehr großzügig, jetzt auf einmal nicht mehr. Ich versuch mal da. Jetzt kann ich die Flasche auch aufnehmen, aber ich denke, mir wird das nichts bringen. Nee. Ich kann mal versuchen, wieder runterzugehen, aber ich denke, das bringt auch nichts. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was ich machen soll. Ah, Moment. Hier ist was. Hier. Ich hab dich. Ich schaff das. Okay, Hilfe möchtest du nicht. Vorsichtig. Okay. Immerhin sind wir unten. Also, wie kommen wir unentdeckt in dein Dorf? Es gibt Stellen am Ufer, wo man heimlich anlegen kann. Und dann noch Nebenstraßen. Sind die sicher? Sicherer wird's nicht tun. Meinst okay. du, Lev ändert seine Meinung nochmal? Nein. Er ist zu stur. Das ist richtig. Weiß er, worauf er sich da einlässt? Ich dachte schon, er hat eine Schwäche für sie. Ich meine, sie ist seine Mutter. Ja, tja. Sie wird das anders sehen. Und was ist mit dir? Also deine Mutter ist das ja auch. Du hast da anscheinend nicht so ein inniges Verhältnis zu. Und gleich die nächste Münze. Wow. Louisiana. Warte, da gibt es einen Knüppel zum Mitnehmen. Den werde ich, denke ich, brauchen. Papier. Kann ich das irgendwie... Warum habe ich keinen Alkohol auf einmal mehr?
Wie komme ich da rein? Da. Schrauben. Sehr schön. Und hier ist es auf jeden Fall für mein Wohlergehen gesorgt. Pillen, noch mehr Pillen. Ich glaube nicht, dass die Pillen reichen, um mir ein Upgrade zu machen, oder? 23, ne, das wird nicht reichen. Hier habe ich ja alles. Oh ne, ich brauche 50 Stück. Wait, ist das der richtige Weg oder ist Yara? Da ist Yara. Ja, es wird der richtige Weg sein, weil hier ist eine Sackgasse. Aber hier gibt es auch sonst weiter nichts. Es ist genau wie das Kapitel, der zweite Tag, wo man mit Lev unterwegs war. Es startet sehr, sehr ruhig. Hier runter. Okay, wenn ich an das Ende im Krankenhaus denke, mit dem kranken Vieh, möchte ich nicht wissen, ja, wenn der auf mich lauert. Man will sich ja immer steigern. Halt deinen Arm trocken. Ist schon zu spät. Okay. Gibt's da oben was? Beziehungsweise kann ich da überhaupt drauf? Ja, kann ich. Schwimmen ist angesagt, ne? Auf dem LKW ist auf jeden Fall was. Ach, so tief ist das gar nicht. Es wird definitiv abgehen. Ich kriege Flammenwerfer-Munition. Scheiß Sackgasse. Ja, und jetzt? Da hoch oder was? Da sind ja zwei so Rohre. Kann ich mich da irgendwie hochhangeln? Kann ich da überhaupt drauf? Nee. Abby! Hier ja. Drüben. Was hier drüben? Ach, da ist ein Gang. Der ist mir verborgen geblieben. Stopp. Ich mach das. So, jetzt könnte ich mir vielleicht vorstellen, dass ich ein paar Infizierte an die Backen bekomme. Hier kommen wir denn. Komm. Oder? Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier Infizierte sind. Ehrlich gesagt nicht. Wenn das... Abby hat ja gesagt, Wolves tun das als Hafen für ihre Boote teilweise benutzen. Also dann müsste das ja eigentlich infiziertenfrei sein. Auf der anderen Seite. Wir müssen zur Straße hoch und außen rum. Okay, klingt gut. Gut, gut, gut. Dann wollen wir mal hoffen, dass hier keiner ist. Yara. Zur Straße sollen wir hoch. Das geht nicht auf. Da ist auf jeden Fall eine Leiter schon mal. Warum kannst du da nicht rübersteigen? Ich hätte jetzt gern geguckt noch, ob da irgendwas ist. Ja, die ist abgeschlossen, aber das ist... Egal, weil das Fenster frei ist. Yay, Schrauben. Man wird auf jeden Fall gut versorgt. Hä? Was ist das? Fahren... Was?
Was soll das so bedeuten? Vicky, sei vorsichtig. Mein Boot wurde heute zweimal beschossen. Du solltest mit dem Kutter lieber weiter rausfahren. Es ist starker Seegang und du wirst vermutlich dein Essen wieder ausspucken. Aber das ist immer noch besser, als von einem Scar abgeknallt zu werden. Wir sollten lieber kämpfen, um den Brutplatz zurückzukriegen. Wenn wir weiter so tief in Scar-Terrapin eindringen, betteln wir ja förmlich um Ärger. Was um Henker denkt Isaac sich bloß dabei? Vielleicht können wir nach dieser Schicht darum bitten, woanders zugeteilt zu werden. Ich schäle lieber alle Kartoffeln in der Welt, als wieder hier erwischt zu werden. Bitte sei vorsichtig, wir sehen uns zu Hause. Kent. Mhm. Und was hat das mit den komischen Zeichen am Anfang auf sich? Wie ist meine Heilung? Ich kann einfach ein Medikit nehmen. Dann bin ich erstens voll und zweitens können wir das mitnehmen. Reicht das? Wie viele Pillen habe ich? 36. So viele waren das gar nicht. Ich habe doch zwei aufgenommen. Dings. Es ist halt. Du brauchst außer für Medikit und die scheiß Schalldämpfer, die du nicht so oft herstellst, brauchst du keine Tücher mit Abby. Okay. Hm, stand da was? Nee. Wieso sie mit einem Arm da hoch? Bleibe auf dem Dock. Okay. Ich besorge ein Boot und hol dich ab. Nein, ich kann helfen. Dabei nicht. Ich schaff das, okay? Okay. Warum wird hier geschossen? Ist das in der Nähe von der Skarsinsel schon? Kann ich mir das vielleicht vorstellen, weil Isaac wollte die angreifen. Aber da sollen eigentlich keine Wurst sein. Er wollte ja den Sturm abwarten. Schere? Was geht hier ab? Oder bekloppen sich hier welche? Okay, jetzt geht's wieder ruhiger. Okay, wir sind auf der Straße. Oh, das ist richtig schön. Abby, was zum Teufel? Manny? Bist du allein? Ja. Shit. Dieser Scharfschütze ist ein Profi. Was machst du hier draußen? Die Boote. Wir sollten heute die Insel angreifen. Dann tauchte dieser Pendejo auf. Ich habe jemanden losgeschickt. Bald sollte Verstärkung kommen. Sollte. Ich brauche eins der Boote. Sofort. Wieso? Erklär ich später. Dann wirst du mir wohl helfen, diesen Kerl auszuschalten? Ich werde es versuchen. Scharfschütze, okay. Unten bleiben. Das war ein fucking Jumpscare schon wieder. Und warum hat er Abby gerettet? Scheiß Eindringling. Er wusste bis eben nicht, dass das Abby war. Sind wir aus dem Nichts aufgetaucht die letzten Tage? Haben uns hart zugesetzt. Wieso? Keine Ahnung. Okay, wenn der ein Scharfschützengewehr hat, dann glaube ich nicht, dass das ein Scar ist. Vor allem, wo ist der? Kann ich mich hier einfach so drumherum schleichen? Ich werde mich mal nicht umsehen. Das kann das Spiel nicht von mir verlangen. Oh, verdammt. Was habe ich mir bloß gedacht? Okay, der Scheinwerfer ist aufgegangen und schon war ich dran. Der kann verdammt gut zielen. Okay, Feuerpause. Alter. Ja, ich wurde getroffen. Danke, ich hab's auch gemerkt.
Renn! Geh in die Hucke, verdammt nochmal! Ja, das war dämlich von mir, das stimmt! Wo ist der postiert? Da hinten, auf der Brücke. Abby, hey! Wie trifft der mich zum Teufel? Bist du okay? Okay, geht schon. Ich sehe ihn. Aber von hier wird das, denke ich, nichts. Okay, es gibt unterwegs doch Sachen. Nein, du sollst das herstellen. Das kann ich gut gebrauchen gerade. Hey, hier drüben! Ja, das sagt sich so einfach. Komm, ich versuch's. Verdammt! Schön, Carlos. Vergiss die Straße. Was sollen wir machen? Anscheinend kann ich hiermit was machen. Los, rein in die Garage. Wir nutzen das als Deckung. Aha. Bin direkt hinter dir. Los. Das ist eine gute Idee. Der Karren fällt auseinander. Ja, ich beeil mich doch. Weg. Los, los. Ja, beeil dich, Abby. Okay. Ja, ist verdammt gut. Wir sollten die Eindringlinge verfolgen, statt zur Insel zu gehen. Da läuft immer noch was? Vielleicht gerade im Moment. Shit. Was für Eindringlinge? Zu wem gehört der? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein fucking Ska ist. Okay, bin ich hier drin sicher? Scheint so zu sein. Aber der wäre ziemlich dämlich, wenn er das nicht merken würde, dass wir uns ihn nähern. Das klingt nach infiziert. Was dafür macht er? Der lockt Infizierte zu uns hin. Er lockt sie zu uns. Bereit machen. Ja, genau, er schießt sie. Los. Alles klar. Ah, da ändern wir die Waffe. Ich glaube nicht, dass ich mit der Shotgun zu ihnen rankomme. Oh! Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, das machst du gut. Ihr trifft, Alter! Direkt voraus! Okay. Moment, warum hat sie das nicht hergestellt? Warum geht Manny hier hin? Da geht's doch nicht weiter.
Wo ist er? Kann man ihn von hier erwischen? Ich rück vor! Das ist schon ziemlich geil, ne? Also man muss den Spielzug gehalten halten. Also das Spielprinzip ist schon recht simpel. Aber... Was? Aber es kommt immer was Neues. Das ist gar nicht gut gerade. Ja, ich habe das schon in Ansatz kommen sehen. Oh nee, die ganze Passage nochmal. Ah, warte mal. Ich stell mal ein paar mehr Brandpatronen her. Solange die Viecher nicht ganz so knifflig sind, nehme ich mal die Pistole. Bleib einfach hier. Hat er den erledigt? Ja, okay. Ja, genau. Oh, genau, schieß den Klicker weg. Ich bin hier nicht in Sicherheit. Gut. Ich denke, ich kann wieder auf die Stadt wechseln. Bei dem nächsten Ansturm. Hallo, ich will gerne die Patronen. Und wenn der Schemmler kommt, dann wechseln wir auf die Brandpatronen. Moment, wenn der Schemmler wartet. Ich hab doch den Flammenwerfer. Ich Idiot. Ich rück vor. Der Typ hört nicht auf. Ach was. Ich weiß. Schambler! Ah ja, ist okay. Weg! Weg! So. Ich hab vergessen, dass ich den Flammenwerfer halt habe. Da war noch einer. Ich sehe bloß nichts, wie der Scheiß rauf wollte. Da kam er auf einmal. Wir müssen zur Brücke, bevor er abhaut. Ja. So, wir nehmen mal den Flammenwerfer raus wieder. Aber ich finde das ziemlich geil hier. Das hat richtig cool gemacht. Abwarten, ihn zu kriegen. Ich auch. So, hier ist anscheinend sicher. Aha, und hier haben die anscheinend gecampt. Ah, ich habe keinen Alkohol, okay. Abby, hier drüben. Kann er mich hier erwischen irgendwie, oder muss ich hier auch vorsichtig sein? Hier war irgendwas zum Einsammeln. Da. Flasche habe ich. Okay, da ist Manny. Gibt's hier noch irgendwie Stuff? Kann man da irgendwie rein? Nein. Oh, shit. Hier vor, ich geb Deckung. Okay, okay. Wir haben's wieder. Abby hat's ja nicht so mit der Höhe. Aber ich denke, wir sind auf dem Kreuzfeuer des Irren raus. Okay.
Der ist natürlich nicht mehr da. Oder? Weg! Er kann nicht weit sein. Okay. Gibt's hier noch Sachen? Ja, erstmal Loot suchen, bevor man sich auf die Verfolgung macht. Runter! Ja, ich hab's bemerkt. Alter! Sehr gut, Manny. Ist da. Los, 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 los! Ja. Ja, ich hab mir schon sowas fast gedacht. Wir haben dich, wenn der kommt. Okay. Ich nehme mal hier die Abkürzung. Wenn ich Manny hier hinterher laufe, denke ich nicht, dass das Sinn macht. Anscheinend doch. Ja, hier gibt es auch keinen Stuff zum Einsammeln, ne? Siehst du ihn? Anscheinend nicht. Weiter! Da hinten ist er. Ich denke, man kann sich den schnappen, während Manny ihn ablenkt. Da! Da! Vorwärts! Nee, das ist Manny. Da hinten ist er. Okay. Ja, nix. Next fuck. Den holen wir uns von der anderen Seite. Manny. Okay. No. Scheiß drauf. Lass mich. Oh. Was? Wie ist er da jetzt auf einmal hingekommen? Scheißdreck. Leute, Manny ist tot. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.